Hast du abgenommen? Weiß ich nicht, so 7 Kilo jetzt oder so. Erstaunlich wenig. Ich bin erstaunt. Ich befürchte, dass es schon Lichtnahrung ist. Welcher Artikel wird verletzt? Die Menschenwürde. Dadurch, dass man in Zwangsmaßnahmen gesteckt wird. Dadurch, dass man Unsinn arbeiten muss. Ein Mensch, der gezwungen wird, Unsinn zu machen, seine Würde ist völlig untergraben. Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit ist untergraben. Das Recht auf Artikel 3, alle Menschen sind vor dem sind gleich. Artikel 6 auf jeden Fall, die Unverletzlichkeit der Wohnung. Also es sind eine ganze Menge Sachen. Dann Recht auf freie Berufswahl. Die Verfassungsväter waren Kriegsgenerationen. Die haben tatsächlich geglaubt und gesagt, es gibt einen Zwang zur Arbeit, der ist notwendig. Wenn wir jetzt auf die Verfassung klagen, wo die Verfassungsväter seinerzeit wirklich gedacht haben, es ist ja europaweit überall so, ein Zwangssystem nötig, um das Volk zu erziehen, dann handelt doch ein Verfassungsgericht entsprechend den Verfassungsvätern. Die kannten das nicht besser. Müssen wir nicht ganz anders rangehen und sagen, wir wollen was verändern, wir müssen was Neues schaffen, die Verfassung ist so alt und kriegsorientiert, die kann uns hier nicht schützen. Ist es nicht der völlig falsche Kooperationspartner anzunehmen, dass Richter, die sich an eine ganz alte Verfassung halten, nicht an einer neuen Situation, in der wir motivhaft selber tätig sein wollen, orientieren? Ist das Verfassungsgericht nicht der ganz, ganz falsche Ansprechpartner? Das Verfassungsgericht muss den Arbeitsbegriff ändern. Also Zwang zur Arbeit gibt es nicht, es gibt ein Recht auf Arbeit. Die Frage ist, was ist Arbeit? Also wenn man sagt, Arbeit ist nur das, womit man Geld verdient, dann haben wir alle Probleme, weil wir gegen die Maschinen konkurrieren. Die Maschinen sind ja so, die werden steuerlich subventioniert. Die Herstellung der Maschinen, das heißt, wer eine Maschine baut, kann es vom Gewinn abziehen, dadurch werden die steuerlich subventioniert oder bezahlt sogar. Und Maschinen erwirtschaften keinerlei Sozialversicherungs- oder Steuerbeiträge. Dadurch werden wir in die Obdachlosigkeit oder in die Arbeitslosigkeit gebracht. Und wenn wir dann als Arbeitslose betrachtet werden, nur weil wir kein Geld verdienen, dann werden wir in den Markt zurück, in den Arbeitsmarkt zurückgezwängt, auf dem wir auf der einen Seite entlassen werden, und zwar jetzt mit Druck und müssen dann Sklavendienste leisten. Wenn man den Arbeitsbegriff als Geld verdienen, an den Arbeitsbegriff ans Geld verdienen knüpft, dann kommen wir in Sklaverei. Wenn man ihn löst vom Geld verdienen, wenn man sagt, es ist alles das Arbeit, was aus einem ernsten inneren Anliegen eines Menschen folgt, dann geht's weiter und diese Wandlung muss gemacht werden letzten Endes. Ich möchte darauf hinaus, dass die Verfassung vielleicht schlicht der falsche Kooperationspartner ist. Ich will nicht bestreiten, dass du alleine ist es nicht möglich. In der Verfassung ist ein sehr großer Freiheitsraum angelegt. Die Verfassung, wie sie 1949 gemacht wurde, ist ja extra so gemacht, dass der Bürger die Mittel in die Hand kriegt, um sich staatlicher Bevormundung jederzeit zu erwehren. Und da ist es der rechte Ansprechpartner. Insgesamt muss aber politisch nachgelegt werden, dass der Arbeitsbegriff gewandelt wird auf jeden Fall. Ich möchte ja genau darauf hinaus. Stehen wir denn jetzt vor einer politischen Aufgabe oder können wir uns auf das berufen, was bereits in der Verfassung formuliert ist? Müssen wir also jetzt unsere Position im Verhältnis zum bisherigen Status quo ändern, politisch tätig werden? Oder können wir uns auf bestehende Werte berufen, die schon von den Verfassungsvätern festgelegt wurden? Also durch die Verfassung ist festgelegt, dass jeder ein Existenzrecht hat und das Existenzminimum eigentlich nicht untergraben werden darf. Das ist auch vom Bundesverfassungsgericht, ich glaube, am 10.02.2011 nochmal bestätigt worden. Deswegen alles, was hier läuft oder was im Jobcenter läuft, verfassungswidrig ist mit den Sanktionen. Insofern kann man sich auf die Verfassung verlassen. Aber es besteht natürlich ein großer gesellschaftlicher Handlungsbedarf angesichts der starken Rationalisierungsmaßnahmen, dass man nicht nur ein Verfassungsurteil dahinstellt und sagt, die Leute dürfen alle so leben, sondern dass man die gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse so ändert, dass die Rationalisierung sich positiv auswirkt und nicht negativ gegen das Volk eingesetzt werden kann. Die Orientierung aufs Verfassungsgericht richtet sich ja jetzt nicht nur auf das, was die Verfassungsväter gemeint haben und was durchzusetzen ist, sondern auch das, was die Mehrheit in der Bevölkerung sagt. Und die ist ja immer noch so, dass sie sagt, positiv erziehen. Es ist ja schlicht nur nicht festgelegt, wie viel bekommt nun jemand, der, wie immer im Gefängnis ist, der bedarf ja trotzdem, muss ja essen, der darf ja sogar vegetarisch essen, der hat einen Anspruch, das gehört nicht zu seinem Sanktionsrahmen. Was jetzt
erreicht werden könnte, ist, dass vielleicht festgelegt wird, wir haben einen Grundrechtsanspruch auf Lebensmittelgutscheine. Der Freiraum der Justiz und der Behörde, uns zu erziehen, kann vielleicht im Verfassungsauftrag nur ganz, ganz gering, und dann ist die Verfassung erfüllt, wenn nur klar ist, gut, nach 60% ist es keine Kannleistung mehr, Lebensmittelgutscheine zu kriegen, sondern eine Mussleistung. Das wären marginale Veränderungen. Ist da sozusagen nicht noch eine zweite Gefahr, dass, wenn wir uns auf das Verfassungsgericht verlassen, wir schlicht Erfolge haben, die so gering sind, dass sie uns eigentlich gar nicht mehr interessieren brauchen? Die Gefahr ist da, deswegen muss es sowohl übers Gericht gehen, als auch politisch. Also eine reine Gerichtsangelegenheit wäre immer in dieser Weise gefährlich, aber eine politische Aufstand oder wie man das nennen möchte, ist richtig. Nicht in dem Sinne, dass man sagt, wir machen Revolution, um die Bundesrepublik auseinanderzunehmen, sondern insofern Revolution, dass wir sagen, wir müssen endlich die Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen erneuern. Und das Ideal ist, die Menschenwürde ist unantastbar. Weder durch politische noch durch wirtschaftliche Zwänge darf die Menschenwürde angegriffen werden. Und das müssen wir halt in Gang bringen. Ich hoffe, wir treffen uns künftig dann mal vor dem Jobcenter, wo andere Leute sich noch nicht trauen zu hungern, weil, wie du so schön sagst, man macht das nicht, wenn man Familie hat. Wenn man Familie hat, darf man das überhaupt gar nicht in Widerstand gehen, wegen dieser, weil es sittenhaft ist. Dieser Artikel ist hier, ich glaube, Artikel 6, Schutz der Familie. In Hartz IV herrscht sippenhaft. Wenn nur einer mit dem Jobcenter ein Problem bekommt, wenn man in einer Gemeinschaft wohnt, in einer Bedarfsgemeinschaft, trifft die ganze Familie. Ich mache gerade einen Kampf mit dem offenen Kanal, der ist ganz witzig. Und zwar rufe ich dort an und die legen auf, deswegen, weil ich sage, ich zeichne das Gespräch auf. Ich versuche, den Prozess, von dem ich Leistungsempfänger zu sein vorgebe, dadurch zu erzwingen, dass ich denen sage, ich zeichne das jetzt auf. Beim Jobcenter ist das die Begleitung. Man nimmt sich jemanden mit, der Zeuge ist für das Verfahren, in dessen Zusammenhang man nun Begünstigter oder Beschädigter ist. Bei einem würdevoll verurteilten Menschen ist es eine öffentliche Gerichtsverhandlung. Wenn es jetzt hinausläuft, dass der Verfassung Recht hat darin, dass die Juristen machen dürfen, was sie wollen, nur unter bestimmten öffentlichen Bedingungen, dann würde das vielleicht heißen, es wird künftig öffentlich sanktioniert. Es wird sozusagen rechtsstaatlich sanktioniert. Ist das nicht auch eine Gefahr, die geschehen kann? Ja. Also ich bin gestern angesprochen worden, so von einer Reporterin von der Stuttgarter Zeitung, ob ich der Meinung bin, ob nicht der Großteil der Leute in Deutschland für Sanktionen ist, ob die Politiker es nicht deshalb machen müssten, zum Beispiel. Und da habe ich gesagt, nö. Ein Politiker hat sich an den Grundgesetzen zu orientieren. Und, auch wenn der Großteil der Bevölkerung dagegen ist, hat der Politiker auf alle Fälle die Verfassung einzuhalten. Und dann muss er gegen den Großteil gehen oder man muss entsprechend auf die Bevölkerung einwirken. Wer das nicht tut in politischer Hinsicht, ist wie ein Chirurg, der sagt, wir brauchen nicht mehr Hände waschen. Weil die Verwaltung sagt, wir haben keine Seife oder sowas. Ne? Also so in der Richtung. Das geht einfach nicht und es ist verboten, es ist ein Kunstfehler und müsste zur sofortigen Entlastung eines Politikers führen.